Guten Morgen, herzlich willkommen zu dieser Diskussionsrunde. Mein Name ist Dimi Vesos. Ja, ich bin absoluter HiFi-Fan und baue seit 2 Jahren meinen HiFi-YouTube-Channel auf. Ich beschäftige mich also hin und wieder mit dem Thema HiFi, also wirklich nur hin und wieder. Im Schnitt würde ich sagen so 7 Tage die Woche. Und ja, das Thema heute nennt sich FutureFi, die Zukunft von HiFi. Und als ich mir Gedanken gemacht habe über dieses Thema, bin ich auf ein Zitat gestoßen, auf ein griechisches Zitat eines führenden Staatsmannes im antiken Athen. Der sagte eins, also namens Perikles: Es geht nicht darum, in die Zukunft vorauszuschauen, sondern darum, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und ich finde, das passt sehr gut zu unserem Thema FutureFi. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, nicht nur vorbereitet zu sein auf diese Zukunft, sondern sie mitzugestalten und mitzukreieren. Und genau diese Möglichkeit haben wir alle hier. Und über diese Möglichkeit möchte ich auch mit den geladenen Gästen heute sprechen. Was können wir dazu beitragen, um die Zukunft der HiFi-Branche mitzugestalten? Ein bisschen näher, okay, Entschuldigung. Was können wir machen, um die Zukunft der HiFi-Branche mitzugestalten? Und da habe ich ein paar Gäste dabei. Zum einen den Patrick Scholz, ebenfalls YouTuber mit dem YouTube-Namen Sound in Grooves. Und dann haben wir Markus Wiel, Fachhändler und Spezialist für Raumakustik. Wir haben hier Bernd Weber von den HiFi-IFAs vom Online-Magazin. Also haben wir zum einen YouTuber, Fachhändler, Presse und last but not least, Lars Baumann von der Firma ELAC Elektroakustik. Und somit haben wir jetzt auch eine Sichtweise des Herstellers. Ich denke, das ist eine ziemlich coole Runde. Ich glaube, wir rocken das. Ich habe eine erste persönliche Frage und da würde ich gerne mit dir, Patrick, beginnen. Tschüss. Wie sieht dein aktuelles HiFi-Setup, dein privates HiFi-Setup aus? Ja, erstmal hallo an alle. Mein privates HiFi-Setup, ja, also quasi das Setup, das bei mir im Wohnzimmer steht. Wie das aussieht, sprichst du jetzt auf die Komponenten an oder eher auf meine Wiedergabe? Komponenten. Auf die Komponenten, okay. Also aktuell höre ich mit den HBeth 30.1. Ja. Das Ganze ist an Hegel H190 mit dem Dr. Feigert Plattenspieler Woodbecker 2 mit dem Jelko 12 Zoll Zonarm SA 750 LB. Und darauf ist aktuell ein THD Excalibur Plek mit Lehmann Audio Plekcube SE 2. So höre ich aktuell zu 99% privat meine Musik, genau, auf Schallplatte. Also rein Schallplatte? Ja, würde ich schon sagen. Also war ja auch bei mir so, dass ich in das Thema HiFi eigentlich durch die Liebe zur Schallplatte gekommen bin. Und die Liebe zur Schallplatte habe ich eigentlich durch Zufall entdeckt, Gott sei Dank. Und da das natürlich Schallplatte und HiFi für mich direkt miteinander verbunden ist, kam halt eins zum anderen. Und ja, es läuft bei mir hauptsächlich Schallplatte. Aber jetzt gerade ganz aktuell, wenn ich das noch sagen darf, durch Tests mit einem sehr schönen Streamer habe ich festgestellt, dass zur Musik hören für mich privat das Streaming absolut gar nichts ist. Für meine Person, weil ich eben das physische Medium brauche. Und da entschieden, mir doch nochmal einen CD-Player fest hinzustellen als Alternative zur Schallplatte, weil ich eben das Medium mag was in der Hand haben. Und deswegen wird jetzt vielleicht demnächst noch etwas mehr CD laufen, auch geschuldet vielleicht den Schallplattenpreisen aktuell und ein oder anderen Qualitätsproblematik bei den Schallplatten, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und deswegen viel Schallplatte, eventuell ein bisschen mehr CD demnächst. Das ist interessant, dass du das sagst. Wie sieht es das bei dem Rest von euch aus? Schallplatte und CD, ist das ein Thema für euch? Privat? Privat, Schallplatte auf jeden Fall. Ist sogar wie bei dir, ich habe denselben Tonabnehmer, die hat die Excalibur Black auf dem Rega Planer.
Schallplatte ist bei mir ein Thema, CD so gut wie nicht mehr. Mhm. Und halt ja, Streaming und vom Musikserver. Okay. Lars? Ja, also ich habe ja zwei Wohnorte. Am Wochenende bin ich bei der Familie in Hamburg und unter der Woche bei der Arbeit in Kiel. Und in Hamburg haben wir tatsächlich CDs ausschließlich. Klar, ich streame dann schon auch mal auf den kompakten Receiver, den ich habe, aber meine Frau und ich hören hauptsächlich CD. Okay. Das sind die gleichen Gründe. Einerseits einfach das Haptische und es ist ja auch unsere Sammlung, die wir quasi, während wir größer und älter geworden sind, uns angesammelt haben. Die will man nicht loswerden. Ja, und dann in Kiel ausschließlich Streaming über eine kleine Aktivbox. Mhm. Und die Fahrzeit, die ich jede Woche habe, zwischen Kiel und Hamburg im Auto, das sind ja 2 Stunden, die ich jede Woche habe, die nutze ich dann eben auch ganz intensiv fürs Musikhören, weil da bin ich wirklich dann für mich ganz alleine konzentriert und genieße das. Und da habe ich das Glück, dass ich eben in den letzten Jahren verschiedene Fahrzeuge hatte und dort immer sehr gute Premium-Anlagen drin hatte. Mhm. Und ja klar, da kommt dann auch eigentlich nur Streaming in Frage. Okay. Markus? Ich würde sagen, Mix zwischen Schallplatte und Streaming. Streaming über Rune und Schallplatte über mein Reed-Laufwerk, Reed-Tonarm und Vorverstärkung MK-Analog-Übertrager. Ich bin großer Übertrager-Fan. Mhm. Und ja, ich würde mal sagen, ausgewogen 50-50. Geht mir nicht anders. Also Schallplatte bei mir und Streaming, beides gleichermaßen. Und Tonband. Bitte? Und Tonband. Ach, ja, das kommt aber sehr selten zum Einsatz, muss ich wirklich sagen. Einfach aus Zeitgründen. Aber Patrick, bei dir ist es privat zumindest sehr analog. Kannst du dir, oder wenn du mal in dich gehst, wie stellst du dir dein Setup in 5 Jahren vor? Kannst du dir vorstellen, dass es anders sein wird? In Bezug aufs Medium jetzt? Also ich würde sagen, da ich jetzt gerade für mich dieses Experiment gemacht habe und der Meinung bin, dass ich da für mich die Entscheidung getroffen habe, dass es für mich immer was Handfestes sein muss, was Musik angeht, sage ich es einfach mal so, dann würde ich sagen, dass ich das genau so sehe, wie ich es euch jetzt gerade gesagt habe, dass immer mein Vorzug auf der Schallplatte sein wird, weil mir das einfach am meisten gibt. Und als Alternative, wenn es mir zu teuer oder zu selten oder gar nicht mehr zu bekommen ist und ich es einfach gerne haben möchte, wird es wohl die CD sein. Um Gottes Willen, nichts gegen Streaming. Natürlich wird gestreamt im Auto, beim Sport und so weiter. Und zum Vorhören ist das natürlich super. Ist auch ein Muss in dem Fall. Aber wenn ich die Zeit habe, zu mich hinzusetzen, wird es so sein. Vielleicht wird sich irgendwann der prozentuale Anteil verschieben. Ein bisschen mehr CD vielleicht oder noch mal ein bisschen weniger. Das wird es dann zeigen. Aber ich denke, es bleibt so. Ja, das ist ein Statement, ein klares Statement. Was ist denn für euch, um das ganze Thema Futurefy noch so ein bisschen zu definieren, was ist für euch ein klassisches Futurefy-Produkt? Vielleicht frage ich dich mal explizit, Bernd, weil dir rutschen schon einige Geräte durch die Finger, ne? Dadurch, dass du auch die testen möchtest und vielleicht darüber berichten möchtest. Was würdest du sagen, ist ein klassisches Futurefy-Produkt? Futurefy ist klar, ist derzeit ist es das Streaming, das über Netzwerkplayer wie ein Atoll, den ich habe, oder du hast einen Musikserver, wie ich ihn habe, du hast zum Teil draufgerippt, über den kannst du auch alles streamen. Der Inuos ist ja eine geile Software drauf, hier mittlerweile tolle Oberfläche, du kannst schöne Playlists machen, du kannst durchgehen durch Kobos, durch Tidal, durch alles. Das ja. Klasse, ist komfortabel. Patrick hat noch den Lumen erwähnt. Ja. Na, ist auch. Das ist ein super Teil. Gut, ich sag mal, das ist jetzt was, was man sich als Streaming, jemand, der als Hauptmedium vielleicht Streaming benutzt, dann in solch eine Art von Streamer auch in der Preisklasse investiert und sagt, jawohl, weil das ist hier meine Leidenschaft, ich streame hauptsächlich HiFi, dann kann man das machen. Aber weil du jetzt sagst, so irgendwie, was man sich als Produkt vielleicht als da vorstellt für die Zukunft, also sowas Klassisches wäre für mich so ein aktiver Lautsprecher, der auch vielleicht schon direkt streamen kann, wo ich vielleicht gar kein Gerät mehr brauche. Ja. Als Beispiel so eine Kev, die aktive Serie, ne? Das ist so das, was ich mir da so unter dem Namen vorstelle, würde ich sagen. Ich würde jetzt nochmal so einen NAD M10 reinwerfen, Verstärker, Streaming, Bluetooth, hat auch irgendwie alles an Bord. Klar, da bräuchtest du immer noch Lautsprecher. Ja. Aber das sind so ein bisschen klassische Futurefy-Produkte. ELAC hat bestimmt auch da was dabei. Ich denke da gerade an den Discovery zum Beispiel.
Ja, der Discovery Music Server, mit dem waren wir ja sehr früh am Thema Streaming und gleichzeitig im Surf und Sanität dran. Das ist bei uns jetzt kein hochaktuelles Produkt mehr. Für uns ist jetzt vor allen Dingen sind halt aktive Lautsprecher, die kompakt sind und die, für die ich einen vielfältigen Einsatz habe, wie die Connex, die wir hier auch mithaben. Dabei, da kann ich Plattenspieler anschließen, ich kann streamen, da ist ein HDMI-Input, da ist ein klassischer analoger Eingang, da ist ein Digitaleingang, da ist halt ein hohes Maß an Flexibilität. Ich glaube, FutureFi ist ja auch dann ein Thema, an wen wenden wir uns als Hersteller, als Händler zukünftig. Ich mach's gerne. FutureFi ist ja auch die Frage, an wen wenden wir uns eigentlich als Händler, als Pressevertreter zukünftig. Und da brauchen die jungen Leute heute ein Produkt, was leicht funktioniert. Ja? Nicht viele Geräte, die ich verkabeln muss und so weiter. Gib mir ein Ding, was funktioniert. Und das ist so da, wo wir hindenken. Da sprichst du nämlich genau was Richtiges an. Das sind alles klassische FutureFi-Produkte, die wir genannt haben. Auch wirklich tolle Produkte, aber mehr für uns, die wir uns mit HiFi beschäftigen. Wenn wir jetzt aber mal an unseren Freundeskreis, Bekanntenkreis denken, wie viele von denen haben wirklich eine HiFi-Anlage zu Hause? Vermutlich sehr wenige. Was haben sie stattdessen zu Hause? Soundbars, Streaming-Lautsprecher, wie zum Beispiel ein Amazon oder ein Google-Speaker, vielleicht sogar manchmal nur ein Bluetooth-Speaker, ganz simpel. Worst case sogar vielleicht nur das Smartphone. Also das, denke ich, ist tatsächlich die Mehrheit leider. Und in Anbetracht dessen, also wenn wir jetzt diese Tatsache betrachten, dass so viele Menschen sich darauf beschränken, würde ich jetzt sagen, weil sie einfach nicht wissen, wie gut es klingen kann. Was glaubt ihr, ist dadurch, dass es so viele Menschen davon gibt, unsere HiFi-Zukunftsbranche gefährdet? Ich glaube, auf keinen Fall. Also die Geräte, die du gerade genannt hast, die sind ja mit bestimmten Hörgewohnheiten auch verbunden. Ich bin in der Küche beim Kochen oder ich renne in der Wohnung rum oder ich habe ein paar Gäste und da soll im Hintergrund was spielen. Das ist das eine. Das andere ist ja, ich setze mich hin, nehme mir Zeit für mich und die Musik oder welchen Content ich auch immer vielleicht auch angucken möchte. Ja. Und da möchte ich ein kontrolliertes und von mir gestaltetes Hörenvironment haben. Das sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Und ich denke, die meisten, die hierher kommen und sich für unsere Geräte interessieren, die haben beides. Die haben Hintergrund, irgendwie Sonos oder was auch immer, und wollen aber eben auch was haben, wo sie sagen, und jetzt fange ich an, ganz bewusst zu genießen. Es ist aber eine bestimmte Altersgruppe. Wobei, also ich will auch auf den Punkt eigentlich hinaus, ich stimme dir vollkommen zu. Ich finde auch nicht, dass unsere Zukunft gefährdet ist. Aber man könnte es meinen, wenn man die Allgemeinheit mal so ein bisschen betrachtet, weil halt die jüngere Generation fast ausschließlich auf solche Lösungen wie Soundbars und kleine, kompakte Lautsprecher zugreifen. Aber vielleicht unsere Generation, ich fange mal bei mir an und aufwärts, wir haben schon ein Gefühl dafür oder möchten einen etwas besseren Klang haben und deswegen vergleichen wir und kommen vielleicht auf diese Geschichte. Aber ich habe festgestellt, so in den letzten 3 Jahren ungefähr, da ist es so, dass das ein Wandel stattgefunden hat in unserer Branche. Und ich finde, ein sehr positiver Wandel in jeglicher Hinsicht. Also wenn wir auch die High-End hier betrachten, es gibt viele Nebenprogramme, also neben den ganzen Shows viele Nebenprogramme, das Sounds Clever Konzept. Und jeder von uns trägt irgendwie dazu bei, dass immer mehr junge Menschen Lust auf HiFi haben. Du, Patrick, machst das über die emotionale Schiene ganz toll, weil du auch die Musik nutzt und einfach mal Schallplatten vorstellst. Ja, gut, so hat es ja auch angefangen bei mir, aber das ist richtig, was du sagst. Und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, genau für das, was du gesagt hast, dass Musik genießen oder dass es das überhaupt noch gibt, die Musik über Stereo zu genießen, das haben viele in dem Alter, das du ansprichst, die mir gar nicht auf dem Schirm. Das ist leider so, das ist nicht mehr so selbstverständlich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man über solche Veranstaltungen, über uns aufzeigen kann, dass das genauso schön sein kann, 3 Alben abends zu genießen, wie einen Film zu schauen oder noch schöner sogar sein kann. Ich glaube, dass bei vielen das Bewusstsein dafür existiert überhaupt nicht. Und
das muss man versuchen, über alle möglichen Kanäle zu verteilen. Denn nur wenn jemand das sieht, dass es das gibt oder auch mal erlebt, kann man da erstmal die Leidenschaft dafür wecken. Und das wollte ich nochmal dazu sagen. Und ich glaube unter anderem, dass da die Schallplatte ihren großen Teil aktuell dazu beiträgt, weil die ja nach wie vor immer noch so ihren Aufschwung hat aktuell und viele junge Leute, auch noch jüngere, wie wir jetzt, das hip finden und cool finden, eine Schallplatte zu haben und vielleicht dadurch plötzlich ins Thema Stereo und Hi-Fi reinrutschen und dann geht's los. Ne? Und das finde ich super und ich sehe da auch einen positiven Weg im Moment und ich glaube, das wird auch noch mehr. Siehst du das auch als Ziel für dich auf deinem YouTube-Kanal, da Leute heranzuführen? Ja. Unbedingt. Also für mich persönlich möchte ich mich nicht als HiFi-Experte hier hinstellen. Das bin ich auch nicht, will ich auch nicht sein, sondern ich möchte die Leidenschaft teilen. Ich möchte Leute zeigen, guck mal, was das gibt's hier und das macht tierisch Spaß. Und das kann 50.000 Euro kosten, das kann aber auch nur gebraucht 500 Euro kosten. Wenn ihr das richtig macht, dann habt ihr da einen Riesenspaß und darum geht's mir auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, die emotionale Schiene ist ein sehr, sehr wichtiger Partner. Technisch ist auch ganz wichtig. Ne? Viele verlangen nach technischem Wissen, sich zu informieren. Aber ich glaube auch, sehr, sehr viele schrecken zu viele technische Infos ab und dann lassen sie HiFi links liegen und dann bleiben sie bei ihrer Amazon Alexa. Ja, das ist, was du sagst. Es sollte einfach zu bedienen sein. Genau. Und du gesagt hast, zum Beispiel eine Blur-Software, klickst drauf auf dem Ding, gehst über das Display und saust überall durch. Aber wie gesagt, diese Amazon-Geschichten, das ist ja so eine Sache, du führst ja auch die Jugend nach mit Musik. Wir sind ja auch mal so groß geworden. Ich bin mit dem Kassettenrekorder groß geworden. Und ich will das auch nicht schlecht machen mit Amazon, Alexa und ne, das ist ja auch alles toll. Die Leute kommen eben schnell zu Musik. Musik wird konsumiert wie nie zuvor, das ist ja auch was Tolles, ne? Aber wenn ich mich umgucke, so hier im Publikum und bei uns, würde ich sagen, wir sind alle noch aufgewachsen in der Welt. Da war das selbstverständlich, dass ich mehrere Geräte hatte und die habe ich dann Kabel für Kabel verbunden, Kassettenrekorder an den Receiver und CD-Player oder was auch immer, dann Kabel ziehen zu den Lautsprechern. Wir sind so aufgewachsen, wir kennen das. Meinen Töchtern, eine ist 19, eine ist 12, die würden sagen, mir platzt der Kopf, warum willst du mir überhaupt erklären? Das brauche ich doch alles gar nicht. Ne? Und da, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dass da eine neue Generation ist, die bestimmte Dinge gar nicht mehr so kennt. Das müssen wir akzeptieren und wir müssen unsere Informationen, die wir nach außen streuen, auch ein bisschen variieren. Es kann mal technisch sein, aber ich finde, es kann auch mal simpel sein, sodass wir diese Leute auch abholen. Und du, finde ich, Markus, du machst das auch, ich finde, sehr vorbildlich als Händler, wenn ich deine Website betrachte, du bist ja Spezialist. Raumakustik-Spezialist. Und das ist ein Thema, Laien können damit nicht viel anfangen. Aber wenn ich deinen Ratgeber, deinen Online-Berater da mal betrachte, da hast du Fragen über Raumakustik und dann beantwortest du sie recht simpel. Und nimmst du die Leute ein bisschen an die Hand. Und das finde ich sehr positiv. Wie stellst du dir oder wie siehst du bis dato die Entwicklung der Händlerschaft? Und wie siehst du sie in 5 Jahren? Schwierige Frage. Ich sag mal so, Vergangenheit und Zukunft wird der klassische Fachhandel, worunter man sich das eine oder andere eben vorstellt, sicherlich vor Herausforderungen stehen oder steht bereits vor Herausforderungen. Ich denke, dass der klassische HiFi-Fachhandel, wie ich ihn noch kenne, wo ich früher mit meinem Vater hin bin und sage, jetzt suchen wir uns mal schöne Boxen für dein Jugendzimmer aus, ja, und dann geht man da durch, hört sich dann 3 an, die werden nicht mal umpositioniert, wenn dann die 2. statt der 3. spielt, und dann nimmt man sich halt eine, weil der Verkäufer halt das ganz gut erklärt, warum die super ist. Ich glaube, das ist vorbei. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Leute, die heute sich im Bereich High-End HiFi informieren oder nur HiFi informieren, über das Internet, über YouTube, über Social Media, über Webseiten, über Google-Suche, einfach so derartig vielfältige Informationsquellen haben, dass sie mit einem gewissen Anspruch, einer Vorinformiertheit auf den Handel zugehen, der damit teilweise überfordert ist. Der natürlich auch, und das ist total selbstverständlich, nicht
für jedes Produkt dann in der Tiefe die Informationen vorhalten kann und auch gar nicht in seinem Kopf halten kann, geschweige denn auch verschiedenste Produkte dann auch noch vorführen kann. So, das heißt, es ist dann fast schon mehr Spezialisierung gefragt, was ich ja auch für mich als jetzt Händler, der nur ein sehr enges Portfolio hat, auch praktiziere. Weil auch die Produkte, um die es bei mir speziell geht, wie Trinnov, auch derart schon auch komplex sind, dass man da nicht daneben nochmal 8 verschiedene Einmesssysteme beherrschen kann. Sondern ich fokussiere mich halt auf eines. Also es wird eine größere Spezialisierung, denke ich, gefragt sein, eine höhere Beratungsleistung aufgrund der Vorinformiertheit der Kunden und auch vielleicht eine etwas größere Herausforderung, wirklich Produkte zu verkaufen, weil man eben nicht mehr sagt, okay, hier sind die 3, ich würde die mittlere nehmen, weil die schaut nicht nur gut aus, die klingt auch am besten. Ja, das funktioniert nicht mehr. Ist Raumakustik für dich ein Zukunftsthema? Für mich natürlich auf jeden Fall. Die Frage ist, inwieweit die große Masse sich dieses Themas tatsächlich bewusst wird und inwieweit sie auch bereit ist, sich dahingehend auseinanderzusetzen und auch dahingehend zu investieren. Für mich ist es das Nonplusultra für ein Sounderlebnis, passive Raumakustik zu kombinieren mit aktiver Einmesstechnologie. Das ist auch so meine persönliche Odyssee, die damit so ein bisschen ihr Ende gefunden hat, nach vielen Irrwegen. Es ist natürlich etwas schwieriger, dem Partner oder der Partnerin zu Hause zu erklären, ich baue das Wohnzimmer jetzt ein bisschen um, als zu sagen, Mensch, Schatz, der HiFi-Händler hat mir jetzt ein neues Kabel gerade wieder gegeben und jetzt habe ich endlich den Bass besser. Ja, das ist eine andere Argumentationsschiene, das ist eine andere Art der Verbesserung des Hörraums, die man damit machen muss. Aber aus meiner Sicht natürlich die einzig wahre, denn es packt das Problem an der Wurzel und ist nicht ein oberflächlicher, eher gedanklicher Aspekt, der einen dann mal einen Monat glücklich macht und dann steht man wieder vor dem gleichen Problem. Also recht. Ich würde noch mal ein bisschen bei dem Thema bleiben, was tun wir, um halt so viele Menschen wie möglich zum Thema HiFi zu lenken. Und da kommst du mir nochmal, Lars, wieder in Sinn, weil als Hersteller, also es gibt viele Hersteller, die sich wirklich engagieren, um unserer HiFi-Branche eine Zukunft zu bieten. Und das macht, das weiß ich, ELAC eben auch. Wie nutzt ihr die sozialen Medien für euch, damit ihr das erreicht? Ja, also wir nutzen soziale Medien im Prinzip wie viele Hersteller in zwei Richtungen. Einerseits, um, ich sag mal, zu kommunizieren, was ist bei uns los, was haben wir Neues, was macht die Firma aus, wo denken wir hin. Und andererseits, um in den sozialen Medien auch zu sehen, worüber wird gesprochen, was interessiert die Leute, was haben sie für Fragen, was sind Themen, die relevant sind. Das geht hin von, sag mal, wo gehen Einrichtungstrends hin? Jedes HiFi-Gerät ist ja auch mal ein Einrichtungsgegenstand, der irgendwie gestaltet werden möchte. Also so in diese beiden Richtungen nutzen wir soziale Medien. Für uns ist aber wichtig, dass wir das immer auch in Kombination tun mit, ich sag mal, Real-Life-Events. Und da kann ich mal zwei Beispiele geben von dem, was wir in diesem Jahr machen. Wir sind im Juni, glaube ich, auf Fehmarn auf dem Midsummer Bully Festival. Da kommen halt Bully-Fans aus ganz Deutschland, wahrscheinlich auch aus Europa. Und das ist ja per se dann nicht erstmal eine HiFi-Zielgruppe. Das sind Bully-Fans. So, da fahren wir zusammen mit Clear Audio hin. Die haben so einen schönen Bully, den konnte man letztes Jahr hier auch sehen. Da ist dann, sind Aktivlautsprecher von uns drin und eben ein schöner Plattenspieler. Und das ist ja schon, dann ist man ja schon mittendrin im HiFi. Und das ist aber nicht auf der grünen Wiese, sondern das ist in Fehmarn am Südstrand. Das heißt, da sind dann auch viele Touristen, auch per se ja nicht, erstmal HiFi-Fans, die sich das bestimmt angucken werden. So, und so tragen wir zum Beispiel das Thema HiFi mal zu ganz neuen Zielgruppen. Anderes Beispiel, ich war letzte Woche in Kiel an der Fachhochschule. Da sind wir für ein Projekt, ein Sponsor, nicht nur wir, da gibt es 50 Sponsoren. Der größte ist Rheinmetall, also ein echtes Schwergewicht, aber auch ELAC ist dabei. Und diese Studenten, die nehmen teil, als junge Ingenieure, aber auch Betriebswirtschaftler aus dem Bereich Marketing an einem ganz spannenden europäischen Technikwettbewerb, nämlich die bauen alle Elektro-Rennwagen. Und es sind jetzt keine Seifenkisten, die so ein bisschen ratter, ratter, ratter. Das sind richtige Geschosse und da sind wir eben Sponsor. Wir haben einen tollen Platz, so
an der Seite, ELAC, wir sind ganz stolz auf diesen Platz auf dem Rennwagen. Und das ist eben auch ein Thema, das sind junge Leute, das sind Ingenieure, aber eben auch nicht gleich HiFi-Interessenten, die wir dort quasi mal mit diesem Thema konfrontieren. Und ich glaube, diese beiden Sachen gehören zusammen. Real-Life-Event, man muss den Leuten in einer Welt, wo im Handy und auf dem Tablet so viel los ist, man muss denen auf der Straße begegnen und sie abholen, glaube ich. Und das kann man dann kombinieren mit Social-Media-Kommunikation. Ganz richtig. Also mit verwandten Themen letztendlich die Leute auf anderem Wege abholen. Ja, ich denke ja zum Beispiel auch wieder an die Schallplatte. Da gibt es noch mal den Vinylbus, der hält dann auch mal irgendwo an. Auch bei euch hat er das auch schon mal gemacht. Und wie der Patrick auch schon gesagt hat, die Leute sind gar nicht unbedingt HiFi-affin, aber hören einfach Schallplatte und dadurch kommen sie dann auf das Thema HiFi. Ich würde noch mal auf ein ganz anderes Thema gehen. KI, künstliche Intelligenz. Wie schätzt ihr das Thema in Bezug auf HiFi und in der Zukunft ein? Markus? Ja gut, ich ist klar, dass ich es für wichtig erachte. Die ist ja auch schon ständig präsent. Also wenn ich jetzt letztendlich mit Trinov-Geräten arbeite und die sind in der Lage, über ein Mikrofon mit 4 Kapseln jede Position jedes Lautsprechers gradgenau zu bestimmen und dahingehend dann automatisiert Phasengang, Frequenzgang, Gruppenlaufzeit so zu korrigieren, dass das Signal zeitgleich in perfekter Qualität am Ohr ankommt, dann ist das eine Form künstlicher Intelligenz. Letztendlich basiert es auf Algorithmen, die sich viele schlaue Leute haben ausgedacht haben. Und das Gerät macht auf Basis von Informationen, die es kriegt, automatisiert dann das Richtige. Von daher ist das in dem Fall schon ständig präsent und wird auch ständig besser. Das muss man auch wieder sehen. Die Algorithmen, die Rechenleistungen und so weiter dieser Geräte verbessern sich stetig, sodass der qualitative Output stetig gewachsen ist und auch noch weiter wachsen wird. Jetzt zum Beispiel konkret gab es vor kurzem ein Trinov-Software-Update, wo die dortigen Ingenieure eben in Sachen Aktivweichenkonfiguration und Bassmanagement einfach den Algorithmus verbessert haben. Und der allgemeine Tenor nach Aufspielen des Updates, nach einer Neueinmessung war, wow, das ist nochmal ein deutlich hörbarer Unterschied. Man konnte auch dann hin und her schalten, altes Preset, neues Preset und hat dann wirklich gehört, okay, was ist jetzt besser geworden? Im Prinzip war es das Time Alignment der Bässe in Bezug auf die Filter. Also wenn jetzt einer einen flachen Filter setzt für das Bassmanagement, dann rechnet der Trinov jetzt neu aus, was das für das zeitliche Alignment in Bruchteil einer Millisekunde bedeutet. Mhm. Und das ist schon faszinierend. Und Von daher ist künstliche Intelligenz gerade in dem Thema, wo ich mich drauf spezialisiere, würde ich sagen, allgegenwärtig. Klar, man kann sich noch viele andere Dinge ausmalen. Ich hätte gern, dass ein Gerät, das streamt, automatisch die Dynamic Range des jeweiligen Titels irgendwie erkennt und den dann besser macht. Dass man vielleicht weg von der blöden Komprimierung kommt und so. Also man kann sich gedanklich noch viel vorstellen, ob das dahin gehen wird, weiß ich nicht. Aber cool wär's. Ich hatte sogar noch die Frage im Kopf, wenn ihr die Möglichkeit hättet, jetzt ein Business voranzutreiben. Wenn man euch jetzt sagen würde, das Budget habt ihr jetzt, welche Technologie würdet ihr vorantreiben? Total schwierige Frage, ne? Also ich habe da schon ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und das ist das Thema Wireless. Ja, Wireless-Übertragung ist, sofern ich nicht alleine ein Haus auf dem Land habe, sprich es sind andere da, immer ein Problem. Es ist immer ein Bandbreitenproblem. Die Bandbreite müssen wir uns teilen mit allen möglichen anderen Geräten, mit allen möglichen anderen Funktionalitäten und deswegen ist das auch nicht immer ein lustiges Thema. Wenn ich nicht gerade als Endkunde wirklich ein Netzwerkexperte bin und viel Bandbreite habe, dann ist es nicht immer leicht, die Geräte alle miteinander erfolgreich zu verbinden. Das ist aber was, wo man als Hersteller natürlich alleine nur schwer eingreifen kann. Ja? Also das ist schon technisch noch eine große Herausforderung, auch im Bereich Audio, glaube ich. Mhm. Tja, wenn ihr gehört habt, was ich eben gesagt habe, also für mich ist eigentlich im Prinzip schon alles da, was ich nutze. Also ich sage mal, sag niemals nie, aber ich bin jetzt in dem Bereich, wie wer das macht, nicht unterwegs, ja, DSP oder sowas. Aber das hat alles seine Berechtigung, ob man das mag oder nicht, das muss dann jeder selbst entscheiden, ist klar. Das ist mit Sicherheit gut, das glaube ich, aber ob man es für sich mag.
Und deshalb ist das jetzt nichts, in das ich investieren wollte. Das war Entwicklung von Schallplattenspieler oder passive Lautsprecher, das läuft ja sowieso. Ja. Also ich glaube, ich in meiner Situation, da sind wir aber nicht bei Geräten, würde wahrscheinlich, wenn ich Kohle hätte und irgendwo investieren könnte, in die Vinylproduktion reingehen, ja, bezüglich Qualitätskontrolle und so weiter. Ja, das wäre okay. Wohl mein, das da würde ja. Ich das, ja. Ich glaube, ich bin da voll bei dir. Ich gehöre leider auch zu der Gruppe, der das so gefällt, wie es ist. Ich bin auch ein absoluter klassischer Anlagentyp. Passiv, Stereo, Kabel, DAC, genau, DAC-Streamer, alles getrennt. Also ich bin eigentlich komplett das Gegenteil, was FutureFi betrifft. Klar, ich binde das in meinem Leben ein, weil ja Streamingdienste, das ist ja alles FutureFi. Aber ich will nicht ein Gerät, was alles kann. Deswegen passt diese Frage, die ich jetzt an euch gestellt habe, zu mir eigentlich gar nicht. Aber ich finde sie sehr wichtig, denn wir müssen ja auch ein bisschen an die Allgemeinheit denken. Was denkt ihr über das Thema passive oder aktive Lautsprecher? Ich sag mal, es mit aktiven Lautsprechern, das ploppt immer mal wieder auf. Da denkst du, jetzt kommt mal wieder ein großer Schub. Es tut sich was. Das ist jetzt diese Bombentechnologie und dann beruhigt sich das wieder, dann ebbt das alles wieder so ein bisschen ab. Ich finde es eigentlich schön, auch so eine aktive Geschichte in manchen Fällen, weil du hast dann eine Raumkorrektur teilweise da drin. Mhm. Die ich neulich mal da hatte, ein paar Lautsprecher. Klickst hinten drauf, sagst du wandnah oder frei stehend. Ja. Die waren dann übrigens dann auch wieder über Funk gesteuert an den Streaming-Hub. Einfach zu bedienen. Also du hast recht, das ist immer mal wieder so. Ne? Das, ja. Also über 12 Jahre bin ich jetzt ungefähr in der Branche. Ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass aktive Lautsprecher dann auf einmal voll in werden und du denkst, jo, das ist die Zukunft und dann irgendwie ein Jahr später gehen die Leute wieder auf passiv oder auf Soundbars, genau das gleiche Thema. Immer mal wieder habe ich das Gefühl, hey, das geht voll in die Richtung und plötzlich darf es wieder groß sein, große Standlautsprecher, Vintage darf es jetzt auch wieder aussehen. Wahnsinn. Oder? Ja, ist ja, sag mal, ich beschäftige mich seit der Jugend ja mit der Hi-Fi, bin ja der Älteste, glaube ich, hier in der Runde. Sieht man den nicht aber, an. Aber ich bin immer noch wieder bei passiven Standlautsprechern gelandet, die ich beim Zuhause stehen habe. Und wie du sagst, ein Kerbchen dran, dann kannst du ein bisschen spielen, weil ich sag mal, die Geschichte mit Passiv und einem Verstärker, vielleicht wieder einen separaten Vorverstärker und eine Phono-Vorstufe, du kannst einfach ein bisschen spielen, weil es ist auf der einen Seite, es ist ein Genuss des Musikhören, was wir machen, es ist aber irgendwie. Ja, einfach das Spiel, der Spieltrieb des Mannes, der ist einfach da. Du kommst nicht raus aus der Kiste. Ja, das ist so ein bisschen ein Männerding, ne? Ja, ist so. Aber jetzt, wo du das gerade sagst, ich finde, das ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Und das passt ein bisschen zu dieser Wandlung, die wir beobachten in den letzten 2-3 Jahren. Dass halt immer mehr junge Leute, finde ich, zu diesem Thema finden, aber auch immer mehr Frauen. Das war eine Zeit lang, habe ich das Gefühl, deutlich weniger. Wobei das eigentlich nicht sein kann, denn Frauen hören ja total gerne Musik. Und anders als wir, ich habe sogar manchmal das Gefühl, viel intensiver Musik. Nur aus irgendeinem Grund in der Vergangenheit war dann Hi-Fi nicht so das große Thema, für die meisten Frauen zumindest. Aber ich merke es immer mehr jetzt und auch wenn man jetzt die Messe mal betrachtet, man sieht auf jeden Fall Frauen auch hier rumlaufen, ne? die begeistert zuhören. Und wir beide, sorry, wenn ich nach den letzten Gedanken, wir beide über den YouTube-Kanal merken auch immer wieder, dass Frauen kommentieren. Es sind ein paar Damen dabei, ja. Die sich meistens nicht so richtig die trauen sich, aber so richtig mal was zeigen von den eigenen Sachen und so, weniger. Ne? Also ich habe das Gefühl, die wollen da so ein bisschen so im Geheimen bleiben manchmal. Vielleicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Aber gerade bei den Jungen ist es so. Und jetzt kommt der Patrick schon wieder mit der Schallplatte, aber ich muss es einfach sagen, es ist so. Auch die Schallplatte macht da viel bei den Frauen, bei den Damen auf jeden Fall. Auch die Schallplatte ist bei vielen jungen Damen hip und angesagt. Habe ich gerade da so YouTuber, die haben einen neuen Kanal gemacht. Das sind Pärchen, Kim und Luca, falls ihr das guckt, schöne Grüße.
Das ist ein Pärchen, die sind irgendwie um die Mitte 20, die haben für sich gemeinsam irgendwie die Schallplatte entdeckt und haben sich auch eine schöne Stereoanlage schon zusammengebaut und sind auch interessiert an dem Hintergrund und machen das da zusammen, haben da richtig Leidenschaft dafür. Ne? Und das sieht man auch, der ein oder andere, der einen Plattenladen hat, wo sagt, Mensch, man sieht immer mehr junge Mädels da reinkommen, auch zu zweit mit der Freundin, die schauen dann die Platten hier durch. Und selbst wenn sie am Anfang, soll es ja auch geben, tatsächlich die Platten kaufen und nicht hören, vielleicht hört man sie doch irgendwann. Ne? Und Selbst wenn es mit dem billigsten All-in-One-Kombination ist, das reicht auch, um das Feuer zu wecken. Ne? Ja. Die Frauen sind also die Zukunft von HiFi. Naja, gehören dazu. Ne? Ja, wir denken da vielleicht manchmal ein bisschen zu kompliziert als Männer. Die Frau, die möchte einfach was Schönes haben, was einfacher zu bedienen ist. Sie möchte einfach mehr genießen. Wir sind einfach manchmal zu technisch veranlagt in dem, was wir machen, finde ich. Also es muss ja auch immer ins Wohnambiente reinpassen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel mal eine Lautsprecherserie vornehmlich in Weiß vermarktet, statt immer dieses ewige Schwarz, 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 was ja durchaus verbreitet ist. Und wir haben doch aus dem Handel vereinzelt auch zurückgespielt bekommen, das ist eigentlich ziemlich gut, dass ihr das mal gemacht habt, weil die Frauen fühlen sich dann offensichtlich im ersten Angang etwas wohler damit. Ja, so. Das ist dann vielleicht auch ne, diese, vielleicht auch weiß, wenn es schön ins Wohnambiente reinpasst, schlank gestaltet, integriert sich schön, das dann vielleicht als aktiver Lautsprecher mit einem kleinen kombinierten Verstärker-Streaming-Teil, der irgendwo unauffällig im TV-Regal steht, den man fast gar nicht sieht, das ist dann wahrscheinlich die eine Seite des, der Zukunft des HiFis, ne, definitiv. Aber ich denke, das noch kurz zu sagen, es wird immer die, denke, die zwei Lager geben. Ja, das unauffällig, will schön Musik hören, soll schön aussehen und das andere Lager, das soll man sehen, das soll geil sein. Ne? Ja. Ja. Um das Thema mit den Geschlechtern mal abzuschließen, ich habe auch vor kurzem einen Podcast gedreht, war auch ganz interessant und das habe ich mit einem Pärchen gemacht und es war interessant, wie beide total darin aufgegangen sind, zu beschreiben, wie diese Lautsprecher klingen. Aber beide auf eine unterschiedliche Art und Weise und das war trotzdem schön. Also er dann eben so die technische Schiene und sie dann einfach über die Musik, über diese Songs, die sie anders, die sie so nicht nochmal gehört hat, auf diese Art und Weise und dann auch über die Optik gesprochen hat. Und ja, es verbindet letztendlich. Das passt jetzt, oder habe ich jetzt gerade jemanden unterbrochen? Nee. Und das passt zu meiner letzten Frage, die ich im Kopf habe. Was ist euer Lieblingstitel oder Lieblingsalbum? Und wenn ihr es uns jetzt präsentieren müsstet, über welches Medium würdet ihr es abspielen? Weil ihr denkt, das ist jetzt qualitativ das Optimum. Wer will starten? Also ich kann gern anfangen. Also ich hatte das jetzt, ich verstehe das jetzt mal so, dass das auch was sein kann, was man aktuell besonders genießt. Ja? Und da würde ich gerne das Album nennen, Gnu High. Das ist ein Jazz-Album von Anfang der 70er Jahre auf dem deutschen ECM-Label und da gibt es eine aktuelle audiophile Reissue-Serie, wie es viele machen, die machen das jetzt auch. Die nennt sich Luminescence-Serie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die ersten zwei sind davon erschienen, unter anderem dieses Gnu High, das ist mit unter anderem mit Keith Jarrett am Klavier. Und das ist erstmal sehr gut gemacht. Das muss man einfach sagen, von der Qualität her, so wie man sich das wünschen würde. Ja, bei all dem, was ich jetzt kritisiert habe, was die Qualität angeht, ist es hier sehr gut gelungen. Und das Album ist auch im Bereich Jazz ein sehr guter Mix zwischen zugänglichen Sachen für Einsteiger und an der einen oder anderen Stelle aber auch mal ein bisschen was Komplizierteres, eine Herausforderung. Also es wird auch nicht langweilig. Und das Besondere daran ist, für meinen Geschmack, wo ich doch recht viele Jazz-Sachen höre, ist, dass auf der Aufnahme wirklich jedes Instrument seinen Raum hat und ziemlich gleichwertig rüberkommt. Also ich habe es oft so, ne, dass man dann das Saxophon, die Trompete sehr stark hat, dann ist das Klavier mal sehr bedeckt oder der Bass ein bisschen schmal oder so. Und hier hat man es echt irgendwie geschafft, jedem Künstler sein Instrument so Raum zu geben, dass das klanglich sagt, jedes Instrument klingt toll und vor allem das Klavier ist da so gut wie fast auf keiner Jazzplatte für meinen Geschmack. Ich habe es eben auch ihm gesagt, für mich ist das Klavier oft so ein bisschen bedeckt und angestaubt.
klingt auf der Platte sehr frisch und luftig, das Klavier, das holt einem richtig ab. Und es wird euch jetzt überraschen, auf welchem Medium ich euch dieses empfehlen werde, denn es geht ja um die Platte natürlich auf der Schallplatte dann, klar. Es geht ja um die Schallplatte. Du bist aber stur. Ja, nee, das ist ja auch ein Label, das hier auf Schallplatte, wobei, ich glaube, das kommt auch, glaub, die machen es auch auf CD. Ich glaube ja, müsste ich mich jetzt erinnern, aber ich glaube ja. Okay. Wer will als nächstes? Ich schließe mich mit ECM an. Ein Release aus dem Jahre 1990. John Sherman, britischer Saxophonist und Bassklarinettist. Das Album ist Road to St. Ives und der Titel ist Tintagel. Da bin ich schon seit vielen Jahren dran, das immer wieder zu hören und zu genießen. Es ist nur eine Orgel und ein Saxophon. Ein riesiger Raum und es wird eben mit den beiden Instrumenten, eine Orgel nimmt ja auch richtig Raum ein, ne? Aber ein Saxophon eben auch, wird immer richtig der Raum komplett genutzt und ausgeleuchtet in seiner vollen Größe. Deswegen würde ich dafür auch dann immer ein relativ intimes Hörenvironment empfehlen, weil das sonst einfach zu viel wird, wenn ich auch selber noch ein großes Environment habe. Und was das Abspielmedium angeht, was ich da empfehle, würde ich auf jeden Fall sagen, jeder das wählen, womit er sich am wohlsten fühlt, weil ich bin auch davon überzeugt, dass das Ohr auch irgendwie beeinflusst dadurch wird, wovon etwas kommt. Ne? Der Vinyl liebt, der ist dann gegenüber einer Schallplattenwiedergabe auch gleich positiv eingestellt. Und wer Streaming hasst, den braucht man mit Streaming auch nicht kommen. Ich glaube, jeder braucht sein Medium, das ist ganz wichtig. Ganz klar. Habt ihr noch einen Titel im Kopf? Ihr müsst auch nicht, also... Doch, bei mir ist auch schon ein paar Tage älter, das Album ist eigentlich Max Mutzke. Oh ja, okay. Man kennt ihn ja eigentlich eher mit dem, was er mit dem Raab gemacht hat damals, was ja eher so eine softige Geschichte war. Und er hat gesagt, mal zum Kumpel, komm, der spielt hier, lass uns mal zum Konzert gehen, wir trinken Bier, halt ein Schwätzchen nebenher. Und wenn du dann siehst, was das für eine Rampensau ist und wie emotional der Typ ist, und ich habe das Album zu Hause, jetzt sogar mal eins auf CD, das Medium, was hier eigentlich kurz kommt, wo mit dem NDR-Orchester unterwegs ist. Und hier bin ich Sohn. Und wenn du das hörst, diese Emotionalität, die so rauskommt, ist ein geiles Ding. Würdest du das streamen oder wie würdest du das zeigen? Ich habe es tatsächlich, wie gesagt, zu Hause als CD und höre es so. Gut, okay. Und darüber würdest du das... Ich habe es mir auch mal gerippt auf dem Musikserver. Mhm. Klar, ich höre es auch über den Server, weil es einfacher ist. Ja. Okay. Ich senke das audiophile Niveau mal ein bisschen. Ich höre tatsächlich gerade die neue Metallica ganz gern. Okay. Die hatte ich neulich mal im Auto laufen auf einer langen Fahrt. Und es ist ein Grower. Also die kommt dann nach ein paar Mal hören tatsächlich richtig gut, finde ich. Und ist auch von der Produktion wieder, finde ich, auch deutlich besser als ein paar letzte Alben. Mein Eindruck kommt jetzt nicht ans schwarze Album, an die Produktion hin von Rick Rubin, der gestern hier auch rumgeturnt ist, netterweise. Aber zumindest wieder alte Metallica-Tugenden neu aufgelegt, fand ich gut. Und wenn es gefühlvoller sein soll, höre ich gerade sehr gern das neueste Album von Sass, von der französischen Sängerin Ina. Okay. Finde ich sehr angenehm und emotional. Das muss ich mir mal merken. Danke für den Tipp. Gerne. Dann gebe ich auch noch mal einen letzten Tipp ab. Und zwar geht es in die Richtung Soul, R&B. Aber mehr Soul von einer Künstlerin aus Schweden, die aber in Amerika total erfolgreich ist. Snow Allegra. Und die hat zwei neuere Alben, aber ich höre immer mal wieder eines ihrer ersten Alben, das heißt Fields. Und ich ertappe mich, dass ich, ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass man dann immer wieder auf alte Alben mal wieder zurückgreift und sie dann einfach mal wieder durchhört. Und das ist so das Album, was bei mir immer wieder kommt. Und ich streame es, ganz klar. Auch wenn ich die Schallplatte auch liebe, das ist bei mir so ein 50-50-Ding. Aber ich habe das Gefühl, es gibt gewisse Sachen, die klingen für meine Ohren per Stream besser. Und gewisse Schallplatten, die klingen dann gestreamt nicht so gut. Also als Streaming-Datei nicht so gut, aber auf Schallplatte dann wiederum schon. Das ist ein 50-50-Ding. Ja, das war's eigentlich in der Runde. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und mitgemacht habt. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank auch an alle Zuschauer. Dankeschön. Danke. Wir haben jetzt sogar noch ein bisschen Zeit und
Ich würde Sie einfach mal fragen, vielleicht hat jemand eine Frage aus dem Publikum. Sie dürfen gerne. Müssen nicht, aber wenn Sie Lust haben, wir haben auch ein Mikrofon, das können wir nochmal durchreichen. Wenn Sie eine Frage haben, dann versuchen wir, die zu beantworten. Vielen Dank, glaube ich, dass wir... Mikrofon kommt noch. Mikrofon kommt noch. Kleinen Moment. Ich danke Ihnen herzlich. Also ich bin natürlich Amateur. Ich habe 67 mit der Plastikschallplatten angefangen. Mir geht es mehr vielleicht ums Prinzipien. Ich habe 3 Kinder und ich habe angefangen, nicht auch diverse Anlagen zu Hause verkabelt. Prinzipiell rede ich mit denen über Qualität. Und der Rest kommt mit sich selbst, denke ich. Okay? MP3 sind zu Hause verboten. Es wird, ja, ja, entweder oder. Entweder oder. Aber die Jugend, und ich arbeite, ich bin Arzt, die Jugend, wenn ich mit denen spreche, wie gesagt, man sollte meines Erachtens auch, sie haben die Bühne, denen zu vermitteln, wenn sie Levi's tragen und gute Autos fahren können und gute Clubs besuchen, die Musik ist auch ein Teil von diesem Leben. So habe ich das angefangen. Qualität. Und meine zweite Frage ist es, da kam der Sohn, der macht jetzt das Digitalmanagement der Krankenhäuser, der sagt, Papa, wir haben jetzt Audiogramme gemacht mit dem HNO-Abteilung, ich höre nichts mehr, 16.800 Hertz. Warum hast du einen Verstärker mit 44 Kilohertz? Dann sollte man die Rezeptoren, ich meine Basics vermitteln, dass die Qualität endet nicht mehr an 16 Kilohertz. Und das, ich meine, das ist mein Message also an die Herrschaften, dass das auch auf der YouTube etc. vermittelt wird. Und das Dritte, ein etwas älterer hier aus Bayern 3, der sagte, warum soll ich jetzt Schallplatten kaufen? Alles, was ist, also die Quellen sind digital, die Analogquellen gibt es nicht mehr. Wie erkläre ich das denn? Meine Kinder, sage ich, oder wie sie haben so eine autophile Gesellschaft, meine Nachbarschaft. Das wäre meine Frage an Sie. Wenn die Quelle digital ist und die Schallplatte ist analog, wo ist der Unterschied? Bitte. Ich habe die Frage aber nicht hundertprozentig verstanden. Also wenn die Quelle digital ist... Die werden gepresst. Ach so. Die brauchen es das, eine Quelle. Und die Quelle ist nicht mehr analog wie früher, mit 8, 16, was weiß ich, Bandmaschinen, sondern das sind Digitalquellen. Wie holen wir die Schallplatte, das, was man tatsächlich möchte? Und letzte unverbindliche Bitte, man sollte vielleicht auf diese elitäre Wolke, wir sind besser. Haben wir das jetzt? Ja, okay. Ist egal. Ja. Nee. Zu dem letzten, elitäre Wolke, das ist richtig. Man muss unbedingt, das ist auch in der Branche wichtig, finde ich, dass Leute offen sind für andere, die ihre Leidenschaft, Stereomusik hören, anders genießen als man selbst. Dafür muss man offen sein. Das ist ganz wichtig, das sehe ich genauso. Bei der Schallplatte, ja, das ist natürlich so. Es gibt natürlich schon noch, wo es noch, gut, bei manchen haben wir es gelernt, war es dann doch nicht, aber wo doch noch die Quelle analog ist, also die gibt es dann schon noch, teilweise. Das macht dann natürlich für viele am meisten Spaß. Aber ich glaube, das kann man schwer erklären. Ich kann auch die Frage verstehen, wie will ich jetzt jemand erklären, der selbst wenn er auf einer Anlage schon HiFi hört und Streaming gut findet, zu erklären, du musst dir jetzt in der heutigen Zeit für 45 Euro eine Single-Album-Platte kaufen oder irgendwas. Ich glaube, das muss man einfach erleben. Das muss man erleben, das Gefühl, sich hinzusetzen, das aufzulegen, da muss der Funke überspringen, das kann man keinem erklären, das funktioniert, wird nie funktionieren. Man kann es vielleicht schon so erklären, dass man sagt, okay, zwar ist die Ursprungsaufnahme digital erfolgt, aber das jeweilige Mastering fürs Medium machen zum Teil unterschiedliche Leute. Und oft sind die Leute, die es fürs analoge Medium mastern, vielleicht die etwas älteren Hasen, die mit etwas mehr Liebe zur Musik agieren. Und deswegen ist auch häufig, nicht immer, aber häufig die Schallplatte, wenn man es im Vergleich hört, überlegen.
weil da vielleicht ein Ticken mehr Dynamikumfang drauf ist und so weiter, weil die Leute mehr von ihrem Handwerk verstehen. Insofern kann man schon argumentieren, dass man häufig mit der Schallplatte, wenn sie denn gut gepresst ist, was wieder manchmal ein Manko ist, ne, vielleicht die bessere Qualität beinhaltet als Medium. Und es ist natürlich auch ein Objekt, das man in der Hand hält, eine Art Kunstobjekt, eine Art Honorierung der künstlerischen Leistung, die ja heute auch im Streaming etwas zu kurz kommt, die man damit zum Ausdruck bringt. Also Argumente gibt es aus meiner Sicht schon ein paar. Ja, und da fällt mir dann passend gerade dazu ein, das möchte ich auch noch sagen, unabhängig davon, dass es natürlich das Beste ist, wenn man es selbst erleben kann, ist vielleicht das Argument der Entschleunigung definitiv. Ne? Das muss man dann auch offen dafür sein, dass es das gibt und dass das funktioniert. Ja, das ist bei mir ganz extrem, ja, weil ich auch bei Streaming mich absolut nicht im Griff habe. Ja? Es könnte jemand sagen, das musst du trainieren. Warum mag ich es nicht? Weil ich zipp da einfach weiter. Ich schaffe es da nicht, ein Album in Ruhe zu hören. Das macht die Platte und auch teilweise die CD jetzt bei mir wunderbar. Ja, da schalte ich ab, setze mich hin, stehe da nicht auf und höre da auch weiter und entdecke da auch Sachen, die es sonst nicht zu entdecken gibt, weil man eh weitergedrückt hat vorher. Ja. Vielleicht ist die Entschleunigung wirklich, dass man sagt, Mensch, probier mal eine Schallplatte, da kommst du richtig runter und dann fängt man an, überhaupt mal die Musik als Ganzes zu genießen. Das ist echt ein Argument für eine Schallplatte. Ja. Ich glaube, das steckt auch an. Also Leute, die darüber erzählen, wenn ich mir vorstelle, bei mir war das, ich habe mit der Schallplatte, auch wenn ich jetzt lange in der Branche bin, privat habe ich vor 2 Jahren damit angefangen. Ich habe früher Plattenspieler verkauft, aber privat nie gehört. So. Und eigentlich habe ich mit deinem Kanal auch so damit angefangen und dieser Funke ist übergesprungen. Und ich glaube, das kann bei sehr vielen passieren. Deswegen finde ich das total wichtig, was wir alle machen. Sie haben das auch kurz angedeutet. Wir müssen da mit Leidenschaft an die Sache rangehen. Und klar, wir machen jetzt nichts, was die Welt verändert oder verbessert, aber oder doch, verbessert schon. Also wir machen nichts, was die Welt verändert, aber wir machen etwas Besonderes fürs gute Gemüt. Ja. Noch eine Frage aus dem Publikum? Okay, dann vielen, vielen Dank. Das war's für heute.